Damit wäre dann die Aufgabe dann noch erledigt. Ring des Blutes. Wir haben besiegt. Das Vorrücken der Legion wurde gebremst. Ich biete euch eine Auswahl an Belohnungen für eure Heldenattentaten. So, jetzt haben wir noch Ring des Blutes. Ist die verbessert worden? Oh wow. Sieht ja hässlich aus. Aber gut. Gut, dann nun gut, ja, wir sehen uns dann gleich. Ich werde mal kurz nachschauen, wo die letzte. Ah. Hat sich erledigt, hab sie gefunden. Wir sehen uns dann gleich da. Ja gut, ne? Wie soll ich das sagen, aber. Was liegt an? Empfohlene Spielanzahl 5 Spieler. Bleib gut drauf. Ich würde sagen, wir sind fertig mit Nahkant. Ja, dann haben wir heute Nahkant durchgespielt, ne? Das ist eine interessante Sache. Dann wollen wir mal nach Schachat weitergehen. Und von da aus dann Werder von Tektor weiter questen. Ja, dann wir sehen uns dann gleich in Schattrad, ne? So, jetzt sind wir hier in Schattrad. Jetzt nehmen wir mal hier alle Quests an, die wir finden können. Die Naru haben uns nicht vergessen. So, ihr wollt also Himmelswachen beitreten? Nun, ich weiß, dass ihr fliegen könnt, aber vermögt ihr auch zu kämpfen? Himmelswache hat einst geschworen, Schattrad vor allen Drohnengefahren, egal ob nah oder fern, zu schützen. Die bei der Hügelwand im Osten, im Norden lebenden Orga der Gorduni stellen eine unmittelbare Bedrohung für uns dar. Es erwies sich als sehr schwierig, schwer für uns, unsere Bodentruppen, die Orga zu erreichen. Hier kommen wir ins Spiel. Seht, was ihr tun könnt, um Orga im Zaum halt zu. Okay. Tötet bei Hügelwand 20 Orga, der kehrt. Verliert Orden Glauben nicht. Jesus Christ. Lassen wir dann so. Ich muss näher ran. Braucht ihr etwas? Willkommen in Schattrad, Jäger. Dies ist vielleicht der einzige Ort in der Scherbenwelt, in dem ihr so etwas wie Sicherheit empfinden könnt. Eine Gruppe von Naru, die als Schattar bekannt sind, hat die Dämonen von hier fortgejagt. Wenn ihr noch nie einen Naru gesehen habt, solltet ihr Adal auf der Terrasse des Lichts besuchen. Der Anführer der Schattar ist der fürchtgebietendste Anblick, den ich je gesehen habe. Ganz anders als andere in diesen öden Landen. Schönen Tag auch. Schönen Tag auch. Oh. Und dann haben wir denn da, Erzmagier Katka. Merkt euch mal den Namen, den werden wir noch häufiger sein. General Terras. Sollte Kenjaden durch den Sonnenbrunnen aufsteigen, wird diese Welt in einen Krieg gestürzt,
wie er seit 10.000 Jahren nicht gesehen wurde. Wow, 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 wow. Gesundheit, langes Leben. Ich verpflichte die... Oh Gott, was? Ich verpflichte die Klinge meiner Blutritter der Bezwingung Kil'jaedins und der Wiederherstellung Silbermonds. Wir werden an eurer Seite kämpfen, Aldal. Okay. Ehre dem König. Spionagemeisterin, okay. Meine Spione in Auchinduin haben uns erschreckende Berichte geschickt. Seit einer Explosion vor ein Jahr hat dieser Ort nichts als Ärger gebracht. Dort ist etwas immer wieder ganz schief gegangen und der Schattenrat bereitet sich auf einen Krieg vor. Auch wenn die Berichte viele Details verschweigen, müssen sich auf einen Krieg im Inneren vorbereiten. Ihr müsst euch zum Eingang des Schattenlabyrinths begeben. Mein Feldkommandeur Mafun wird euch genau erklären, was zu tun ist. Seid vorsichtig. Okay, okay. Oh, da ist noch eine Quest. Ach, schön, dass man hier fliegen kann. Wusstet ihr, dass die Narus, also ein Wesen, was aus der Kategorie Licht kommt, einen leeren Status hat, die kam nicht leeren Form, was sehr viele Fragen aufwirft und sehr wenig Antworten gibt. Ich glaube, der da hinten ist nicht oder leeren. Ich weiß es nicht genau. Verus Stimme führt euren Geist mit kristallener Melodie und Klarheit. Es streunt ein Oger im unteren Viertel umher, der alle Passanten um Hilfe anfleht, doch keiner will seiner Not Gehör schenken. Könnt ihr ihm vielleicht helfen? Sein Name ist Grog, er sitzt in der Nähe der Händler im Südosten. Seid bedankt, Jedre. Okay. Oh, totaler Sturmwind. Nun, ein Magier kann die Portalmagie erlernen, Jäger. Achso. Such den Pfad des Lichts. Kommen wir hier. Ah, hier haben wir Lehrer. Noch ein Jäger. Hexenmeister. Nicht, dass ich sehen würde. Das müsste er schon da. Die Naru haben uns nicht vergessen. Okay, zack, 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 zack. Das ist zu weit entfernt. Okay. Oh. Mögen eure Tage lang. Nun gut, dann schauen wir mal nach weiteren Quests nach. Wir werden siegen. Selama Ashal Anore. Okay. Ist mir da noch nichts vor. Da oben ist was. Gibt es hier eine Quest oder werde ich hier gleich... Ich habe das Gefühl, dass es das Gebiet der Nachtelfen ist. Nachtelfen, dafür werde ich geköpft. Blutelfen. Okay. Hört mich an, Worge. Die Pflicht verlangt, dass ihr euch zurück nach Azeroth begibt. Ein jeder, der dazu entstanden ist, zu kämpfen, soll sich umgehend auf den Sonnenbrunnenplateau melden. Ich fürchte, dass ich euch keine weiteren Informationen geben kann als diese. Für die Mission werdet ihr euch mit den Aldor zusammentun und sprecht mit den Draenei namens Leator, sobald ihr dort ankommt. Anscheinend fordert die Situation, dass wir uns unsere Differenzen beiseite legen und zusammenschließen. Macht euch bereit,
Das hier klingt ernst. Okay. Selama Ashal Anore. Das ist, klingt mir nach einer Dungeon Quest, ne? Ja, okay. Dann, ist das so? Geht's hier auch nach oben? Damn. Was habt ihr für Verbände? Okay. Bergbau. Können wir noch was lernen? Nun gut. Die ewige Sonne leitet uns. Arkane Folianten sind keine gewöhnlichen Bücher, die sich mit Arkan-Themen befassen. Ihnen wohnt eine wesenhafte Macht in einer Macht, die ich in einer einzelnen Arkan-Rune bündeln kann. Solltet ihr auf euren Reisen einen Arkan-Foliant finden, werde ich euch eine geben. Nur die mächtigsten magierbegabten Wesen tragen die Bücher, die ich brauche, bei sich in den Schermwelt sind es meistens Kellas, Blutelfen, aber ihr werdet überrascht, wo die Bücher des Öfteren auftauchen. Bleibt wachsam. Okay. Okay. Rune, auf jeden Fall unten. Okay. Ah, oh Lord. Das ist dann so eine. Okay. Ich glaube, ich weiß, was das macht. So. Finden wir dann jetzt hier noch ein paar Quests. Nein. Ich glaube, hier werden wir keine Quests mehr finden. Oder? Die ewige Sonne wird uns leiten. Okay. Okay, Tag der Abrechnung. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Zu den scheinbaren. Genau, Drainerviertel. Die Naru haben uns nicht vergessen. Boah, wir werden jetzt noch einmal die Nahrung haben uns nicht vergessen, höre dann. Grüße, Freund. Ja. Und what the fuck ist diese Interior hier, bitte? Das führt nach Nahkant, okay. Oh, hier ist die Quest drin, perfekt. Höhenpriester Aldor. Arkenon Poros. Ist Shadrath nicht eine Draenei-Stadt? Warum lasst ihr dann auch andere hier zu? Shadrath ist mehr als nur ein Stadtschauplatz für den Krieg gegen Illidan und die Brennende Legion. Es dient als Heiligtum für diejenigen, die ihr vor der Gewalt, die uns umgibt, fliehen wollen. Wir wären Heuchler, wenn wir die Flüchtlinge fortjagen. Wenn eure Frage sich auf die Seher bezieht, werde ich euch sagen, dass wir die Weisheit der Naru nicht anzweifeln, obwohl ich die wilden Forderungen nach Erlösung der Seher und ihrer Anführer nicht mag. Dies sind schwere Zeiten, Jedi. Wir brauchen alle Verbündeten, die wir bekommen. Möge eure Familie gesegnet sein. Okay, das ist ein reinigendes Licht. Dieser Tempel ist eine der heiligsten Städte der ganzen Schermwelt.
Die Macht des Lichtes ist hier so stark, dass weltliche Gegenstände sogar von einem schlimmsten teuflischen Verderbnis befreien kann. Falls ihr euch bei euren Kämpfen mit den dämonischen Feinden teuflische Waffen finden solltet, bringt sie zu mir, dann werde ich euch die reinigen Kraft des Lichts beweisen. Okay. Cool. Kollegas. Hier noch eine Quest. Stopferkörper. Finden, was ihr sucht. Ich bin kein Stopfer, so. Okay. Nervig. Ja, Na gut, dann gehen wir nachher an. Hölzchen Malona. Okay. Seid gegrüßt. Hau ab, Kind. Ich hab wichtige Dinge. Ich hab wichtige Geschäfte. Für die Allianz. Okay. Oh man, oh man. Von den Klippen Skettis zieht Unheil heraus. Das Schicksal meines Volkes, der Arakoa, wird von einem bösen, unaussprechlichen Bösen verschleiert. Schon zu oft haben wir schwarze Magie für üble Taten eingesetzt. Durch Ardal erfuhren wir vom Licht und von der Erlösung. Tektor überwacht eine Kolonie von Skettis aus mithilfe von Speeren. Sphären, die er mit seiner schwarzen Kunst verzaubert hat, steht diese Augen aus dem Resik-Versteck und dem Shion-Versteck im nördlichen Tekor. Ich möchte sehen können, dass was Tekor sieht. Lasst mich durch die Augen von Skettis schauen. Okay. Okay. Kann es nicht einfach sein lassen. Ich habe versucht, Istvaron zu zeugen, hier in den sicheren Mauern von Shatter zu bleiben. Aber er wollte nicht auf mich hören. Stattdessen hat er sich entschlossen, wieder auf eigene Faust nach Ariodun zu gehen. Er hatte zwar Glück, dem Sefkar Kahalen einmal zu entkommen, aber wenn sie ihn erwischen, wird er kein zweites Mal geben. Ich bewundere seine Entschlossenheit, seine Schwester zu befreien, aber ohne Hilfe wird er es nicht schaffen. Findet Istvar und spricht mit ihm, Hydre. Wenn ihr ihn nicht davon überzeugen könnt, da könntet ihr ihm dann vielleicht helfen, Glakka zu retten. Okay. Kein Problem sein. Seth. Da wir gerade von Seen sprechen, da gibt es einen. Von Seen. Da gibt es einen See im Nordosten, an dem ich richtig toll angeln kann. Früher bin ich da immer mit meinen Freunden hin, aber meine Mutter erlaubt mir nicht mehr. Sie sagt, es sei so gefährlich, aber ich habe da oben noch nichts außer ein paar Spinnen gesehen. Ob Spinnen einen irgendwas daran haben können. Ich mochte am liebsten die Aale von da oben. Wenn ihr zum See hochgeht, könnt ihr mir dann ein paar dieser Aale bringen. Die sind störrisch, aber wenn man sie einmal gebändigt hat, kann man sie ganz leicht mitnehmen. Okay. Größer Reisender. Bartanus. Okay. Ich fühle mich unwohl hier. Wenn ich jetzt ehrlich bin.
Hier war doch irgendwo eine... Da. Was ist das doch? Als Ausgeschlossener gelte ich bei den Arakor, die der Stadt Skadestreuer geben sind, als vogelfrei. Ich kann diese Mauern aus Angst um mein Leben nicht verlassen, aber das heißt doch lange nicht, dass ich mich nicht rächen kann. Ich habe einen kleinen Schatz, den ich hergeben würde, wenn ihr mir dabei helft, meine mächtigen Mörder zu erledigen. Bringt mir die Federn der verschiedenen Arakura-Verstecke von Karls Beweisführer voran für ableben. Okay. Gifte. Einfach durch. Kein das hast du. Kein das hast. Ja. Hier waren wir ja schon mal. Hier haben wir unseren Kumpel. Prominente. Oh, die ist Gott. Jetzt sehe ich das erst. Paris Hilton. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Okay. Handtasche von Deutschen und Gigantana. Tragbares Loch. Oh mein Gott. Badame. Euer Gold ist hier willkommen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Ja, bestimmt. Damn. Okay. Ken, was hast du? Gibt es hier wenigstens eine Quest? Scheinbar nicht, aber sehr viele Kinder. Patrone. Schönen guten Tag. Also, das ist ein Waisenhaus für die Kinder, der Scherben wird, welche ihre Eltern verloren haben oder niemanden haben, der für sie da ist. Vielleicht seid ihr jetzt gekommen, um eins davon zu adoptieren. Ja, im Leben nicht. Im Leben nicht. Kampfmeister. Achso, das ist von der Horde. Eine Sekunde gedauert. Tja. Okay, das ist ein... Ja, okay, gut. Aber ich habe hier doch irgendwo auf so einer Brücke vorhin, als ich hier war, einen Questgeber gesehen. Das hasse ich doch. Ich sage euch, wenn ich ihn gefunden habe. Na gut, da muss ich mir den eingebildet haben. Gut, dann beenden wir dann heute jetzt erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge von Let's Play WoW. Vielen Dank. Tschüss.